Ich bin Michael Spitzbart, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Bleed. Ich habe Bleed vor 10 Jahren gegründet und wir haben uns spezialisiert auf nachhaltige Sportswear. Ja, nebenbei bin ich auch noch seit 25 Jahren Skateboarder mit Leib und Seele. Unser Grundtenor bei Bleed ist es, möglichst nachhaltige Materialien zu suchen, möglichst innovative Materialien, die für die Umwelt, für den Planeten Sinn machen, aber auch für den Kunden. Bleed, der Markenname an sich, ist tatsächlich nicht blutrünstig, sondern soll eher aufwecken und soll zeigen, wie schlimm der Planet bluten muss für die Modeindustrie. Ja, letzten Endes bin ich als Kind der Natur natürlich viel draußen unterwegs und man sieht sehr, sehr viel, ob das jetzt an den Stränden dieser Welt ist oder hier auch direkt vor der Haustür. Wir haben ein großes Umweltproblem und dem muss man sich einfach annehmen. Und alles, was du produzierst, macht natürlich einen Fußabdruck. Ein besonders cooles Thema für mich ist die neue Bademodenkollektion, die wir kreiert haben. Da nehmen wir Müll aus dem Ozean, recyceln den und machen Bikinis draus und Surfshorts. Das nächste Highlight sind für uns die Naturmaterialien, denn die Natur hält für uns wirklich innovativste, nachhaltige Materialien bereit. Und hier haben wir zum Beispiel Hanf, Biobaumwolle oder Kork als Lederersatz. Grundsätzlich ist es ja so, dass hier jede Faser von den Klamotten auch nachhaltig ist und genauso sehe ich das auch bei der Altersvorsorge. Da muss es eben auch nachhaltig sein. Pangea, denn man hat immer eine Wahl. Pangea-live.de